Wähle das größte Teil. Es wird eine dichte Basis für den Boden. Wie wäre es mit einem Kunstrasen? Verwende bedruckte Teile und Furnier, um hohe Wände zu bauen. Trage Bastelkleber auf und verteile ihn gleichmäßig auf der Oberfläche. Warte, wo gehst du hin? Wow! Mache aus den Wänden eine Ecke. Füge einen Holzeinsatz hinzu. Wow, hier gibt es so viele Schätze. Die Zimmerpflanzen schaffen immer eine gemütliche Atmosphäre. Baue auf der Terrasse ein weißes Teil ein. Füge auch ein paar Steine und Muscheln hinzu. Beginne mit der nächsten Bastelei. Wir müssen alles vorbereiten, um ein Fenster auszuschneiden. Die Wände werden mit Tapeten beklebt. Die Terrasse wird mit einer Balustrade abgetrennt. Mache ein Bett. Füge eine weiche Schicht hinzu. Stell das Bett in die Ecke. Fertige ein Filzkissen an. Ein grüner Teppich lässt den Raum fröhlich aussehen. Über dem Bett befindet sich ein Sims mit Vorhängen. Verbinde ein paar Holzperlen. Verwandle sie in eine Vase. Pflanzen sind immer eine gute Idee. Ein paar hohe Quadrate und eine hölzerne Tischplatte werden zu einem Nachttisch. Füge Dekorationen hinzu. Auf dem Bett liegt eine Zeitschrift. Die Hausschuhe sind auch da. Sie werden die Füße warm halten. Auf der Terrasse befindet sich ein Rettungsring. Stelle einen bequemen Liegestuhl auf. Die Besitzer lieben es, sich zu sonnen. Baue Stützen für den zweiten Stock. Füge LED-Leuchten zwischen den Wänden hinzu. Holzböden sind ein Klassiker. Auf der Tapete sind Bäume zu sehen. Die Wände sind mit Gemälden verziert. Mache aus stabilen Stücken eine Leiter. Vertikale Elemente werden zu einem Raumteiler. Hänge Perlen auf einen Draht. Bringe eine rechteckige Stütze an. Füge einer runden Tischplatte ein Perlenbein hinzu. Wir können eine Tischdecke aus gepunktetem Stoff machen. Super süß! Mache aus kleinen Details Dekorationen für den Tisch. Vasen, Flaschen und Vintage-Behälter passen zu diesem Stil. Bastle kleine Bänke. Schneide ein Stück Draht ab und biege einen Bogen. Wir haben eine Lehne gemacht. Jetzt können die Gäste hinter dem Tisch Platz nehmen und den Morgentee trinken. In der Nähe befindet sich ein Liegestuhl. Moderne Designs erfordern ungewöhnliche Lösungen. Die untere Etage kann weniger Platz beanspruchen und die obere zum Teil in der Luft schweben. Das ist erstaunlich. Füge noch ein paar Steine hinzu. Auf ihnen wächst Moos. Lass uns das Gebäude nach Hawaii bringen. Füge einen weiteren Rettungsring hinzu.
Verbinde den unteren Teil der Terrasse mit dem oberen, indem du eine Leiter benutzt. Füge Lichter hinzu. Jetzt sind die Räume gut beleuchtet. Holzbögen verbinden sich zu einer Ecke. Sie schützen diesen gemütlichen Ort. Entferne das Schutzband und füge dem Haus Glas hinzu. Es sieht aus wie Wasser. Füge den Boden hinzu. Mache eine Schwelle. Markiere die Bereiche mit bedruckten Fliesen. Beklebe die zukünftigen Wände mit Tapete. Setze die Trennwände zusammen. Der zweite Stock wird mit Fliesen bedeckt. Wow, es sind so viele Stufen. Schnipp, die Treppe ist fertig. Du kannst das Ticken der Uhr hören. Mache aus Holzspießen einen Zaun. Perlen und Drähte werden zu einer Deckenbeleuchtung zusammengefügt. Klebe ein paar Holzteile zusammen, um eine Bar zu bauen. Die Tischplatte wird mit Gläsern und Flaschen bedeckt. Willkommen! Hänge LED-Lichter auf. Baue einen Couchtisch. Befestige Beinperlen. Füge Dekorationen hinzu. Das ist alles im gleichen Stil. Schnipp! Wir haben unsere Möbelsammlung erweitert. Mache einen Holzständer. Stell ihn in die Ecke. Es kann nie zu viel Deko geben. Füge zum Fenster Glas hinzu. Um den Bogen ist eine Ranke entstanden. Ein eleganter Fensterrahmen ist an seinem Platz. Ein Holzkreis und ein Fingerhut wurden zu einem Tisch zusammengefügt. Füge einen Stuhl hinzu. Es ist so schön, sich auf einer Terrasse mit Blick aufs Meer zu entspannen. Bastle einen Regenschirm nach den Faltlinien. Obendrauf kommt eine Perle. Mache eine stabile Stütze. Jetzt halten dich schlechtes Wetter oder grelle Sonne nicht mehr vom Entspannen ab. Füge Steine in der Ecke hinzu. Mache Säulen aus strukturierter Pappe. Befestige an ihnen einen abgerundeten Bodenbelag. Trenne einen Balkon mit blumigen Geländern ab. Hänge ein Schild auf. Willkommen! Bastle ein Klavier aus weißen Details. Bald wird das Haus voller Musik sein. Seidenvorhänge schmücken die Fenster. Lege Stoff und Würfel in die Flasche. Schüttle sie. Zack, wir haben eine kleine Klavierbank gemacht. Der Pianist hat jetzt einen Platz zum Sitzen. Füge den Rest der Wände und ein Dach mit Öffnungen hinzu. Die Fenster werden darin befestigt. Im obersten Stockwerk haben wir eine offene Terrasse mit Rasen und einem Geländer gebaut. Gieße die Blume. Stelle Liegestühle und einen Tisch auf. Dieses Gebäude befindet sich auf dem Dach des Ferienkomplexes. Mache Segel. Ja, es gibt echte Schiffe in der Nähe des Eingangs.
füge eine durchsichtige Wand mit fliegenden Möwen hinzu. Unser Resort ist fantastisch. Es ist wie der Himmel auf Erden. Wir laden alle Bürger von Lalitown ein, die weit entfernten Inseln zu besuchen und den besten Urlaub ihres Lebens zu genießen. Sie können den Sonnenuntergang auf einer offenen Terrasse beobachten, in den Sonnenstrahlen sitzen und den Geräuschen der Möwen lauschen. Glaub mir, diese Reise wird unvergesslich sein.